Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch etwas über folgendes Produkt erzählen, nämlich über Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker, das ist für mich nicht mehr aus meiner Ernährung wegzudenken, denn ich verwende es sehr oft, nämlich immer dann, wenn ich etwas süßen will, dann mache ich das eigentlich nur noch mit Kokosblütenzucker. Es ist sozusagen ein bisschen ein Trendprodukt geworden, aber viele wissen gar nicht, was ist es genau, wofür ist es gut, was sind die Vorteile gegenüber normalem Zucker und wofür kann man es verwenden. Und in diesem Video werde ich euch das heute erzählen. Ich fange gleich mal damit an, woher Kokosblütenzucker überhaupt kommt. Natürlich kommt das von der Kokosnuss, aber eigentlich, wie es der Name schon sagt, kommt es aus der Blüte von der Kokosnuss. In dieser Blüte ist nämlich ein Nektar enthalten und wenn man diesen Nektar schon nur bei relativ niedriger Temperatur kocht, wird im Nektar die Flüssigkeit entzogen und somit wird er bröckelig. Heißt also, es entsteht diese zuckerartige Konsistenz. Das ist eigentlich schon der gesamte Verarbeitungsprozess, wenn man das so nennen will, von Kokosblütenzucker. Also ihr seht, ein sehr natürliches Produkt, da wird kein weiteres Verfahren vorgenommen. Es ist also sehr einfach und da das auch bei einer tiefen Temperatur, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, gekocht werden kann, bleiben dem Kokosblütenzucker extrem viele Nährstoffe enthalten. Wir alle wissen, dass normaler, herkömmlicher Industriezucker praktisch keine Nährwerte enthält. Das sind nur, das ist nur Zucker, also nur Kalorien, nur direkte Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index. Kokosblütenzucker hat verglichen mit normalem Zucker einen viel tieferen glykämischen Index. Heißt also, euer Blutzuckerspiegel schießt nicht so rasant nach oben, wie wenn ihr normalen Zucker konsumiert. Außerdem enthält Kokosblütenzucker Eisen, Zink, Calcium, Kalium und auch den Ballaststoff namens Inulin. Ich habe schon gesagt, ich verwende Kokosblütenzucker eigentlich überall, wo ich etwas süßen will. Heißt also, in meinem Kaffee mache ich ein bisschen Kokosblütenzucker mit rein. Letztens habe ich mit meiner Mom zusammen ein Feigeneis gemacht, also eine Fiegeglasse von Mini Schweizer da. Und das haben wir auch mit Kokosblütenzucker gemacht. Und weil der Kokosblütenzucker im Eigengeschmack schon relativ stark ist, braucht man auch viel weniger davon. Also man muss viel weniger verwenden und kommt schon auf denselben Süßungslevel wie Zucker. Das heißt also, man braucht weniger und hat im Endeffekt dann auch weniger Kalorien. Soll aber nicht heißen, dass Kokosblütenzucker keine Kalorien hat. Natürlich hat es auch Kalorien. Was ich aber sagen will, weil man weniger braucht, hat man automatisch weniger Kalorien. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Kokosblütenzucker ist definitiv mein Favorit in meinem Supplement-Regal. Und was ich da sonst noch so drin stehen habe, das zeige ich euch auch jetzt. Das sind meine absoluten Lieblingsprodukte. Damit mache ich mir jeden Morgen einen tollen Smoothie. Oder wenn ich backe, backe ich halt sehr gerne auch mit Kokosmehl. Und hier ist eben auch der Kokosblütenzucker irgendwo versteckt, da hinten. Von meinen Lieblingsriegeln hier habe ich immer genügend zu Hause. Ich bevorzuge den Geschmack Schokolade. Diese Riegel sind übrigens roh vegan und bestehen aus nur 5 Zutaten. Diese hier kann ich auch sehr gut empfehlen, auch sehr lecker. Aber ansonsten, ja, wenn ihr hier seht, klar habe ich noch den Vitamin B-Komplex nach Kerzenöl. Aber ansonsten setze ich persönlich eigentlich auf solche natürlichen Ergänzungsmittel. Schaut gerne mal in meinem eigenen Webshop vorbei. Ich habe den euch direkt unter diesem Video hier verlinkt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen aufklären über das Trendprodukt Kokosblütenzucker. Man sieht es überall, man weiß nicht wirklich, was es ist. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein paar Fakten mehr. Und ja, wenn ihr gerne mehr solche Videos möchtet, wo ich euch über bestimmte Produkte mal erzähle, wofür die überhaupt gut sind, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch ein bestimmtes Produkt, welches euch interessiert. Ich gebe euch sehr gerne Infos dazu. Schönen Tag und dann bis im nächsten Video.